Ein Tag mit Patrick Paluten und natürlich, wo sind wir? In den Bergen. Und ich muss sagen, absoluten Respekt, du bist total. Ich bin perfekt ausgestattet. Es wird ein spannender Tag. So, rein da, ne? Jetzt haben wir schon einen guten Blick hier. Ja, ne? Wenn wir gleich um die Ecke gehen. Naja, aber hier bist du den Bergen und damit einer Passion, einer Leidenschaft des Wanderns natürlich deutlich näher als in Köln. Da hast du die Eifel. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte das Wandern nie auf dem Schirm. Ach, das gab es vorher gar nicht. Nein, das gab es vor München. Genau. Ich hatte da nie so die große Leidenschaft. Aber mittlerweile kann ich mir das eigentlich kaum so ein Wochenende ohne Wandern. Kann ich mir das kaum vorstellen. Und da, was ich auch einfach sagen muss, im Süden, hier hast du noch den Schnee. Ja, das stimmt. Was also im Norden, der fällt vielleicht manchmal der Schnee, aber richtig liegen tut er einfach nicht mehr. Aber ich sagen muss, ich war schon das ein oder andere Mal an Nord- oder Ostsee, so mit verschneiten Stränden. Oh ja. Oh, das hat schon was, ne? Ich war mal früher mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil an der Ostsee und da war wirklich die Ostsee richtig vereist mit Schneeplatten. Aha. Das war super. Ich habe ja an der Ostsee gedient. Ne? Oh. Also noch DDR-Zeiten. Da konnte man sich das überhaupt nicht aussuchen. Ne? Man wurde ja irgendwohin dann beordert. Ich zeige euch gleich mal ein Foto hier, wie das damals da aussah. Der junge Kai. Ach, hast du da noch schön die Bilder von? Habe ich noch was von, ja. Ei. So. Der junge Kai im Eiswinter 85, 86. Mensch, das ist aber ein stattlicher Kerl. Ich sehe das hier auch direkt von meinem Auge. Ja, aber lustigerweise, ich mit 18 in einer Matrosenuniform, sieht ein bisschen aus wie Fasching im Kindergarten. Aber es ist verrückt, oder? Man merkt das sofort, wenn man hier so nach oben steigt, dass die Luft dünner wird. Ja. Automatisch. So, wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Wolltest du schon die erste Rast machen? Nee, ich möchte mal gucken, weil hier stehen meistens so Sachen drauf. Ja, klar. Das sind die Petersruh, gestiftet von den Extrigen. Okay, das klingt jetzt einfach ein bisschen. Das sind immer die Sponsoren, ne? Die haben die Bank bezahlt. Aber das klingt so ein bisschen wie so ein Geheimbund, die Extrigen. Ja. Also müssen wir aufpassen. Wobei ich sagen muss, ne, wenn das dann so draufsteht, muss man ja dann immer festhalten, nehmen die das ja mit dem Bankgeheimnis nicht so genau hier. Wie lang läuft die Kamera? Erster Dad-Joke, meine Damen und Herren. Aber du darfst das. Was soll das heißen, du darfst das in meinem Alter? Nee, oder du bist ja Vater. Weil ich ein Fernsehfuzzi bin? Nein, oder? Weil du Vater bist. Ach so, meinst du. Okay. Ja, dann dementsprechend, da darf man schon mal... Ach, Väter dürfen Dad-Jokes machen, ja? Ja. Ah, verstehe. Das ansonsten... Das sind die peinlichen Vaterwitze, ja? Ja, okay. Ich bin jetzt auch einfach mal gespannt, was wir heute jetzt hier noch so alles erleben werden. Ich kann dir sagen, ich habe noch einen ganzen Rucksack voller schlechter Witze dabei. Oh Mensch, du sag mal, ich hab da doch noch einen spontanen Termin. Also Leute, es war ein super Tag. Danke Jungs. Kai, war super. Ja, okay. Aber hier oben gibt es einen super Kaiserschmarrn. Oh ne? Ja, dann bin ich doch noch mal dabei. Den solltest dann du nicht doch noch mal. Ah ja, der Zug fährt erst in der Stunde. Ja, ich bin ja nicht so ein lustiger Kerl. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich, was Witze angeht, keinen einzigen auf Lager habe. Du kannst mir heute vielleicht noch mal deinen besten Joke für so eine Party, die so einer, der zündet. Oh, das ist immer schwer. Weil das muss ja zur Situation passen. Weil es gibt nicht so den einen Joke, wo man sagen kann, boah, wenn du den erzählst, da liegen alle am Boden. Okay, machen wir es vielleicht anders. Damals, auf Rügen. Die Ladies sind da. Wie hast du denn da, wenn da mal die Stimmung am Boden war und du wolltest da so einen Joke erzählen? Was war damals so dein Repertoire? Dann habe ich gesagt, pass auf, treffen sich zwei Wellen im Meer. Ne? Sagt die eine zur anderen, boah, ich glaube, ich muss brechen. Nicht so schlecht, oder? Der ist tatsächlich nicht schlecht. Aber ich finde deine Reaktion darauf fast noch besser. Mal gucken, ob ich heute noch Spaß habe. Ich bin ja gespannt, was... Wie, du musst mal gucken, ob du heute noch Spaß hast. Nee, ich weiß ja nicht. Kai, Mensch. Ich habe mich ja gar nicht von dir in irgendeiner Weise briefen lassen, was wir heute machen. Es gibt kein Briefing. Das ist ja so ein buntes Potpourri heute. Aber was interessant ist, weil das habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal gehört, auch gerade von Leuten, die hier
auf YouTube doch seit vielen Jahren sehr aktiv sind, dass sie sagen, oh, ich bin ja eigentlich so ein bisschen introvertierter. Liegt das am Medium? Also wird man introvertierter, wird man menschenscheuer, wenn man viele Jahre auf YouTube ist? Oder geht man auf YouTube, weil man introvertiert und menschenscheu ist? Wahrscheinlich eine Mischung, weil ich glaube, im Gegensatz zum Fernsehen zum Beispiel, kann man das Ganze unabhängig von anderen Menschen machen. Du kannst letztlich alles komplett von zu Hause aus machen, ja, und bist dadurch, glaube ich, automatisch introvertierter, am Anfang zumindest, weil du hast keinen Programmchef, du musst dich nirgendwo bewerben. Das sind ja ganz viele Sachen. Keine Redakteure. Genau. Du bist letztlich dein eigener Chef. Du bist nur dir verpflichtet. Und beim Gaming zum Beispiel ist es so, die meisten Leute sind im Teamspeak. Da quatscht man mit den Leuten. Man trifft sich nicht. Und da ist ja auch kein Publikum. Genau, das ist der große Vorteil für mich zumindest. Also vor Ort, ne? Also nicht das, ne? Weil ich hatte zum Beispiel mal einen Auftritt auf der Gamescom ich weiß nicht, wie viele Leute das waren. Aber dann diese Masse vor einem zu sehen, da war der Puls schon doch sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Ja, das ist interessant. Ich erinnere mich noch gut. Ne? Also wir haben uns vor 3 Jahren das erste Mal getroffen auf der Gamescom. Das kann sogar das Jahr gewesen sein. Ja, 2017 war das. Und da habe ich jetzt ganz schnell mal ausgerechnet. Und da weiß ich noch, wir haben da beim YouTube Gaming Stand und das war eine Riesennummer. Boah, Paluten kommt gleich und so. Ne? Und dann standen die Fans da vor der Tür. Und dann mussten sie noch irgendwie gucken, ob sie dich da vorne durchkriegen, weil du musstest dann zu einem bestimmten Termin drin sein. Oder ob sie dich irgendwo hinten reinbringen. Also da war ja richtig Alarm. Und das wird sich ja nicht geändert haben, wenn du irgendwo hinkommst und deine Community live vor Ort triffst. Wenn du dann irgendwo, oder wenn die Leute wissen, wo du bist. Dann sind da auf jeden Fall noch 1, 2 Leute. Das ist immer, ich muss auch sagen, das finde ich einerseits richtig cool, aber es ist halt oftmals so, dass die Leute wissen ganz viel über einen selbst, aber man weiß oftmals nichts über die Leute. Und dann ist es manchmal so eine Situation, wenn dann Leute fragen, ja, können wir uns umarmen? Und dann sage ich, weil eigentlich bin ich nicht so der größte Fan davon, fremde Leute zu umarmen, aber ich weiß halt, dass es denen einfach unfassbar viel bedeutet, jetzt einfach kurz diesen Moment zu haben. Und dann sage ich, okay, ganz ehrlich, komm her. So, es ist einfach immer echt wirklich schön. Wenn du jetzt so in München über den Marienplatz gehst, ist das dann, kannst du das dann sehr klar festmachen und sagen, oh, da steht eine Schulklasse zwischen 12 und 15? Da ist die Wahrscheinlichkeit schon immer sehr hoch. Aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel mich in München eigentlich fast komplett frei bewegen kann. Also dadurch, dass ich auch nicht so groß bin und auch ich bin der Meinung, dass ich auch so ein Allerweltsgesicht habe, dass ich dann ganz gut in der Masse so untertauchen kann. Und man hört manchmal, wenn die Leute dann an einem vorbeigehen, war das gerade Paluten? Und man denkt sich so, okay. Aber ich habe damit im Gegensatz zu vielen anderen YouTubern, zum Beispiel Felix Dehner, der einfach schon aus der Masse rausragt. Ja, ein großes, so, oder auch damals Simon Unge mit seinen Dreadlocks. Ja. Da fällt natürlich auf, mit denen konnte man damals in Köln nicht über irgendeinen Platz gehen. Ja, ja. Aber ich habe da glücklicherweise nicht so viel Probleme. Ja. Was ich mich gerade frage, Kai, warum schwitze ich eigentlich so extrem und du sitzt hier ganz locker? Auch wenn wir mal ganz kurz festhalten wollen, weil du in der Jeans ganz locker, Alter, ich mit dem Alpenüberquerungskit schwitze mir, obwohl ich habe auch einfach den falschen Pulli. Ich habe auch noch drunter ein T-Shirt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber du bist ja auch so eine Läufermaschine. Na, ich bin schon, also ja, ich laufe gerne und regelmäßig, aber es ist bei mir nicht so, also wenn ich jetzt meine Woche nicht gelaufen bin, ist auch nicht schlimm. Ach Mensch, das machen wir heute. Da. Skispringen. Ja. Ja Mensch, das ist ja super. Das hätte ich ja nicht erwartet. Gut, dass du selber drauf kommst. Man kann ja auch jetzt zu dieser Jahreszeit auf Matten. Also ganz ehrlich, also ich lebe nicht. Nee, ich auch nicht. Freunde von dir? Ja, ja, ja. Wo gibt es dein Frühstück? Ja, wollen wir mal gucken. Du hast noch nichts zu frühstücken? Ich habe einen kleinen Riegel habe ich heute Morgen mir reingezogen. Okay. Und einen leckeren Kaffee, das war so alles. Ich mache normalerweise mir morgens immer das Pidizzle Speciale, so nenne ich das. Das sind Haferflocken. Dann kommt eine Banane, die wird natürlich aufgeschnitten, dann Apfel und so ein bisschen Zimt drauf gesprenkelt und dann ein bisschen Hafermilch drauf. Ein Träumchen. Aber das finde ich sehr schön hier. Das ist so, also das hat man ja alleine nicht so oft, dass man so ist und irgendwo so ganz alleine ist. Deswegen muss ich auch sagen, gehe ich super gerne einerseits früh und bei schlechtem Wetter. Mhm. Weil du hast halt sehr, sehr viele Leute, was auch ganz klar ist, die nur rausfahren aus München, wenn gutes Wetter ist. Und ich muss einfach sagen, ich mag das, wenn ich halt wirklich komplett allein in den Bergen bin. Und manchmal gibt es so diese Glückstage, wo du halt wirklich den kompletten Weg bis zum Gipfel alleine bist.
Und das sind so wirklich die Momente, wo ich so zu 100% abschalten kann und sich das so anfühlt wie eine Woche Urlaub. Fahren ist auf dem Berg. Ist ja wie im Vergnügungspark. Oh, jetzt habe ich aber auch Kohldampf. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich könnte es auch auslösen. Oh, wir hätten aussteigen müssen. Scheiße! Nein, nicht wahr. Ich war nicht. Wir fahren jetzt nicht wieder runter. Das ist nicht wahr. Wir haben einfach. Ich habe darauf gewartet, dass die Tür aufgeht. Das ist nicht wahr. Das ist gut. Dann sind wir dabei. Fahren jetzt nicht wieder runter. Das ist prima. Ich glaube, unser Mittagessen verzögert sich ein bisschen. Nein. Vor allem, wenn wir die anderen jetzt sehen, wenn die jetzt hochkommen. Ich denke, wir spinnen. Gefangen müssen wir denen sagen, dass sie aussteigen müssen. Ja. Nicht, dass die jetzt denken, dass sie dann auch in der Bahn bleiben, wieder runterfahren. Ja, er hat es gar nicht realisiert, dass wir das sind, aber im zweiten Moment. Guten Tag. Sagen Sie. Um aussteigen oder was? Hä? Müssen Sie nicht aussteigen oder was? Und jetzt raten Sie mal, was uns passiert ist. Was? Ja, wir haben nicht gelesen, dass wir die Tür selber aufmachen müssen, haben wir mal gewartet, dass die Tür aufgeht. Sind wir die Ersten, denen das passiert ist? Nein, nicht die Ersten. Na, oder? Das ist schon jemand passiert. Und plötzlich hat es geruckt und wir haben gedacht, und auf einmal sind wir wieder runtergefahren. Kein Problem, ich bin hier raus. Ich hoffe, die Tür klemmt nicht wieder. Boah, was haben wir da rumgerüttelt? Jetzt hier müssen wir aber. Gott ist ein Stück zu weit vorgefahren. So, und wo gibt es jetzt hier was zu essen? Was ist jetzt die Kaiserschmarrnalm? Das heißt ja nicht umsonst Kai sein Schmarrn. So? Steckt ja schon im Namen drin, ne? Kai sein Schmarrn. Wir sehen uns später. Oh, ich gehe vorher noch was essen. Ich kann jetzt nicht runtergehen. Das ist ein schlechter Moment, um jetzt. Hi Kai. Hallo. Dürfen wir mal ein Bild machen zusammen? Wir können jetzt schon mal was essen gehen. Kai muss jetzt hier noch mal ein bisschen. Na dann. Danke. Tschüss. Dann ziehen wir noch ein Bild. Na klar. Oh ja, also auf den haben wir jetzt hingearbeitet. Was hättest du denn normalerweise heute gemacht? Normalerweise wäre ich heute Morgen wahrscheinlich eine Runde joggen gegangen. So immer zwischen 7 und 8 geht es dann los. Danach mache ich mir dann so meinen zweiten Kaffee. Dann setze ich mich am PC, gucke so ein bisschen, ob ich einen Aufnahmetermin habe mit den anderen. Und ansonsten gucke ich dann mal so nach, ob es in irgendeiner Weise neue Spiele gibt, die vielleicht ganz cool wären. Und dann nehme ich auf, meistens so um 10 oder um 11 Uhr fange ich dann an aufzunehmen. Davor ist halt zu gucken, okay, was sagt das Management gerade, was schreibt vielleicht ansonsten jemand, gucken, wie die Videos am Vortag performt haben, wie so die Meinung ist, Kommentare angucken und dann geht das Aufnehmen los und es ist dann wirklich, jeder Tag ist da komplett anders, weil man dann auch manchmal vielleicht nicht in die Pötte kommt oder es ist einfach so viel nebenbei ist ja, was manchmal einfach noch ansteht und dann irgendwann um, wann mache ich Feierabend? 18, 19 Uhr ist dann so Ende. Dann mache ich mir Abendessen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So ist dann die Woche. Also heute, klar, heute hätte ich normalerweise um 19 Uhr noch Livestream. Also ich streame meistens jetzt von Montag und Donnerstag. Und das ist immer ganz, ganz cool, einfach was komplett Neues. Oho. So, rein da, ne? Rein da. Ich habe so einen Kohldampf. Guten Appetit. Der sieht aber gut aus. Schmeckt auch echt Schmeckt gut. Super. Bist du schon satt oder was? Ich bin tatsächlich schon echt gefüllt. Weißt du, erst hier so, oh, ich hab Hunger und ich. Ja, weil. Weißt du, und dann hier und dann, das machst du schlapp. Wir haben gesagt, wir teilen den. Also ich finde den sau lecker. Aber du Kai, isst so wenig. Aber Kai, die Sommerfigur. Die Sommerfigur. Die Sommer ist doch vorbei. Ja, okay. Ist ja, eine interessante Frage, wie ich finde, die bestimmt auch schon mal irgendwo beantwortet wurde. Ich habe die Antwort darauf nirgendwo finden können. Okay. Ja, warum Paluten? Wie ist es zu dem Kanalnamen gekommen? Damals habe ich einen Namen gesucht,
den es auf YouTube, der auf YouTube noch nicht vergeben war. Mittlerweile kann man das ja, ist es kein Problem, wenn Namen doppelt vergeben sind. Es geht halt nur noch darum, was verifiziert ist. Aber ich habe einen Namen gesucht, der noch frei war. Einfach, ich habe einfach dann ganz viele Kombinationen ausprobiert, was ist auf YouTube noch nicht vergeben, Paluten, und irgendwann kam tatsächlich einfach Paluten dabei raus. Ein Name, der auch eingängig war, und dann dachte ich, okay, ich bin Paluten. Mehr gibt es da tatsächlich nicht hinter zu sagen. Ich heiße weder mit Nachnamen Luten oder haben sonst wo irgendwie einen Verwandten, der Luten heißt oder so. Es war einfach nur, weil es war halt diese YouTube-Domain, youtube.com/paluten, war halt einfach da noch frei. Das war 2012 dann mein Beginn. Und das allererste Video? Also gibt's das eigentlich noch? Ja, es gibt alles. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Need for Speed Most Wanted. Mein Name ist Paluten. Schön, dass ihr irgendwie den Weg zu diesem Video gefunden habt. Meine ersten Videos, die würde ich mir heutzutage nicht mehr angucken. Moin Leute, herzlich willkommen bei Happy Wheels. Und die Facecam ist da. Weil die halt echt nicht gut waren. Mein Kommentarstil hat sich im Laufe der Jahre verbessert. Und dass YouTube eben was ist, was Zeit braucht. Man darf nicht davon ausgehen, dass wenn man das noch nie gemacht hat, so ein bisschen freies Sprechen und so weiter, dass man da schon richtig gut drin ist. Am Anfang, wenn Leute eben mit YouTube anfangen, sollen sie sich nicht so einen Druck machen, sondern gucken, YouTube braucht seine Zeit, sei es Gaming, sei es vielleicht in Comedy, wenn man probiert, irgendwelche Sketche zu schreiben. Das ist einfach, wie zum Beispiel Fußball ist, was Training braucht. Und das ist, glaube ich, so dieser entscheidende Faktor, weil viele gehen mittlerweile so ein bisschen daran, ich mache das jetzt eine Woche und dann möchte ich schon 1000 Abonnenten haben. Aber schon gut, die Frage ist ja auch, wie hättest du dein Studium fertig machen können? Ja, das hätte ich machen können, aber ich glaube, ich habe hier mit diesem ganzen YouTube-Kram schon so blöd, das klingt nicht meine Passion, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber schon etwas gefunden, wo ich einfach sehr, sehr glücklich bin. Weil ich nehme immer dieses Beispiel, ich hatte eine Trennung und habe dann ganz viel eine Serie geguckt, um mich abzulenken. Und das war eben so echt nicht so eine coole Zeit. Was für eine Serie war das? Scrubs. Die habe ich wirklich so diese 8 Staffeln durchgesuchtet und es hat mich abgelenkt. Und jetzt letztlich diese Person zu sein, die auch anderen Leuten diese Ablenkung geben kann, diesen Entertainment-Faktor abzuschalten von Problemen, die sie vielleicht haben, nur mal eben, und sei es nur kurz 15 Minuten am Tag, das finde ich ist einfach so das, was geil ist. Und natürlich, so blöd es klingt, natürlich ist es geil, dass ich damit wirklich gut Geld verdienen kann. Diese Kombination ist halt cool. Was machst du in 10 Jahren? Ja. Boah, manchmal frage ich mich, was mache ich im nächsten Jahr? Ist tatsächlich einfach sehr, sehr interessant, weil man kann nicht so weit nach vorne planen, wenn man nicht weiß, was letztlich alles so passiert. Ich könnte nicht sagen, ob ich in 3 Jahren noch YouTube mache. Ich würde es gerne. Ich würde alles, oder ich gebe alles dafür, dass es noch so lange funktioniert, aber man weiß es nie. Ich werde das so lange machen, solange ich Leute entertainen kann, Leuten das gefällt, mache ich das weiter. Weil es macht Spaß und ich glaube auch einfach, dass ich Leuten einfach eine Freude bereiten kann. So. Sehr gut. So, wir zahlen jetzt mal. Oh, ich gehe dann kurz auf Toilette. Ich zahle sowieso. Oh. Kann ich gerne einladen. Ich habe quasi mit Nico unterwegs, so habe ich so viel gespart. Der Schwabe. Bisschen Action. Schanze springen. Bin ich dabei. Ich habe die Skier schon angeschnallt. Oha! Boah! Geht so steil berg runter. Natürlich können Sie mit der Frau ein Foto machen. Ne? Mit dem kann man nirgendwo hingehen. Ne? Bitte schön. Sehr gerne. Danke, danke. Ne? Ne? Hallo! Das ist dieses Lachen, was ich meine. Das ist einfach diese pure Freude. Einfach nur, weil sie die Leute dich sehen. Das finde ich ja, ist einfach richtig cool. Nicht, weil man sich dadurch bestätigt fühlt, sondern weil man Leute mit sowas einfach glücklich machen kann. Also das ist so ein bisschen so, herzlich willkommen in der Partnerklamm. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Hallo. Das ist gut. Danke fürs Kommen. Noch einen ganz kleinen Moment, Sie sind gleich dran. Hallo. Hallo. Alles klar? So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier am heutigen Tag die Kameraführung übernommen und bin jetzt hier fast schon, ist das jetzt mein Metier, der Vlog. Das ist dein Kanal. Ja, genau. Ich habe jetzt hier ein bisschen übernommen. Ehrenpalle. Ehrenpalle, genau, Leute. Vergesst auf gar keinen Fall, hier natürlich zu abonnieren.
den Like da zu lassen. Schreibt ein bisschen was in die Kommis. Und, was ganz wichtig, habe ich nicht alles gesagt? Na, ganz wichtig. Du hast doch bestimmt mal ein YouTube-Onboarding bekommen und so. Ich habe nie von YouTube ein Onboarding bekommen. Nee, was, erzähl mal die Geheimtricks, das Wichtigste, Herr Pflaume. Das Wichtigste überhaupt. Ja. Denkt an die Glocke. Ah, das ist natürlich die Geilo-Glocke. Ich nenne sie immer die Geilo-Glocke. Damit ihr kein Video verpasst, werdet ihr immer informiert. Immer wenn es was Neues gibt. Nimm dich doch mal bitte? Mit rein. Ach so, ja, okay. Gut, Chef. Ja, aber dann können wir wieder jetzt... Bist du dir sicher, dass wir beide... Ist doch ein mega Weitwinkel. Ist doch okay. GoPro. Jetzt muss ich so halten. Boah, jetzt wäre ich schon angemeckert. Hier wird verbessert. Ich wollte dir ein bisschen was, weißt du, auch so für deine eigenen Videos. Nee, ich habe da tatsächlich, da muss ich sagen, das ist meine absolute Vlogging-Lieblingsposition. Zu sehen. Wenn man einfach nur so ein bisschen gucken kann, was geht hier in Garmisch, hier wunderbar, Roller, wenn ihr einen Roller und einen Quad braucht. Genau. Servus, freilich. Ein Träumchen. Oh, die Großschanze, berühmte Schanze in Garmisch. Da, jetzt aber. Das Ding ist echt. Und das stelle ich mir wirklich total abgefahren vor. Wenn du jetzt da oben als Skispringer runterkommst und du fliegst ja dann irgendwo so über diese Kante und wenn dieses Stadion dann voll besetzt ist und du fliegst ja quasi in so ein Fußballstadion rein. Das muss wirklich krass sein, wenn die Leute da unten alle jubeln und bumm. Aber ganz ehrlich, also wenn du jetzt hier unten, also dass der jetzt nicht ganz flach ist, klar, aber so, er hat mehr so die Erscheinung eines Kinderhangs. Meine Kinder würde ich da wahrscheinlich erstmal nicht runterschicken, die zahlreichen, die ich bereits habe. Ja. Würde mir jetzt schon zutrauen, dass ich da runterkomme. Wir können ja irgendwann mal in die Verlängerung gehen, ja. Weißt du, wenn, dann fahren wir mal, wir beide fahren da den Skihang mal runter. Wenn hier ein bisschen Schnee liegt, dann geht es ja dann schön mal runter. Ja, das machen wir. Verabredet, wir gehen Skifahren. Hört sich gut an. Mhm. Was ich immer cool finde, wenn man einmal an so einem Ort gewesen ist, wenn ich das nächste Mal Vier-Schanzentournee gucke, gucke ich das mit ganz anderen Augen. Ja. Vor allen Dingen frage ich mich gerade, die ist schief, die Schanze, hast du das schon mal gesehen? Die ist schief. Also jetzt, wo du sagst, aber... Die ist doch schief. Die ist doch schief, gib doch nach rechts. Flying Fox, Freunde. Ab geht's. Ja? Auf geht's. Servus. Servus. So. Das ist ja eine Ehre. Vielen Dank. Ihr seid die, die wirklich fahren, oder wie? Wie sagt man eigentlich? Fahren, fliegen? Fliegen. Fliegen, oder? Ja. Was ist die Höchstgeschwindigkeit? Zu erwartende Höchstgeschwindigkeit? Ja, deine zu erwartende Höchstgeschwindigkeit, die wird so bei 60 Stundenkilometern liegen. Das weil? Pro Gewicht. Ne? Umso schwerer. Oh ja, da habe ich ja Glück gehabt heute. Ja, wunderbar. Gibt es noch irgendwo eine Toilette fürs Angstpipi? Also alle, die Instagram haben, Hashtag @kletterwaldgarmisch. Okay, sag, gib ich so weiter. Shoutout. Das ist deine Hose. Da steigst du ein. So, der nächste auch gleich. Ja, für das auch gleich. Ja, auch bei dir. Hose. Ihr geht davor, dann rechts die Wiese einfach da ein bisschen rauf zu dem Auto und dann geht der Zickzackweg da durch den Punktrichterturm. Aber wir können doch auch hier, das können auch die Treppe nehmen, oder nicht? Ihr könnt auch die Treppe nehmen. Da könnt ihr dann schön filmen, weil das ist toll, wenn ab der Hälfte die Kollision ausgeht. Das machen wir. Das geht richtig steil rauf. Der Leidensweg wird jetzt auch direkt dokumentiert. Ja, nur, dass ihr das mal seht, das harte Leben eines Kameramanns. Da haben sich übrigens viele gesorgt nach den Videos, weil die gesagt haben, boah, muss der Kameramann da die ganze Zeit rückwärts laufen? So Leute, weiß jemand, wie viele Stufen das sind? Hast du nicht mitgezählt? Noch nicht. Aber müssen wir auch noch mal runter, wenn wir zählen wollten. Oh, Leute, jetzt, das sieht aber fein aus hier. Mensch, der geht hier aber auch hoch wie eine Maschine. Ja. Lecos mio. Aber das habe ich Patrick versprochen. Gesagt. Was denn? Hab dir ja gesagt, wenn du mit mir ein Video machst, geht's steil nach oben. So, in einem Punkt haben wir deinen Bruder schon mal widerlegt. Ja. Weil der hat gesagt, wir laufen da nicht hoch, ohne eine Pause zu machen. Ja. Man kann nichts falsch machen. Okay, super. Das beruhigt. Man kann nichts falsch machen. Also wirklich. Das ist, wir kommen auf jeden Fall unten an. Da müssen wir ja nur noch klären, wer den Anfang macht. Einfach nach vorne gucken, dann kann auch niemand sehen, was es letztlich ist. Schnick, schnack, schnuck. Oh, nein!
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber es ist immer schön. Bedeutet das, ich muss jetzt als Erster? Du darfst als Erster. Okay. Oh, das ist ja gemütlich. Hier muss. Genau, zieht man hier fester. Das ist bequem. Oh. Das ist wichtig, es soll da mal nichts eingezwickt sein. Ja, ein bisschen ist eingezwickt, aber okay, da fühle ich mich. Dann setz dich jetzt mal rein, Füße nach vorne. Also warte, Füße nach vorne, ja. Ja, so richtig raus. So. Ah. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Ei des Kolumbus. Du drehst dich rum. Füße nach oben. Oh Gott. Genau. Oh. Vorne sind ja mächtige Schuhe so. Genau. Und du kannst dann losfahren. Oh. Jetzt lass mal los. Ja, genau. So. Dann ja, machen wir. Machen schnell. Wir. So machst du? Jo, machen wir. Rein, von vorne rein. Let's go. So fährst du los. Okay. Ich fahr so los. Okay. Let's go. Oh. So, Leute, ist ganz entspannt. Alles wunderbar. Daumen hoch und immer die Glocke aktivieren. Tipptopp. Sag mal, wird das auch mal? Okay. War ein Träumchen. Aber man muss die Füße nicht oben einhängen, oder? Man kann alles machen. Das ist der Nachteil jetzt, wenn ich nach ihm dran bin. Jetzt habe ich den Druck. Weil jetzt kann ich nicht einfach nur so. Da bin ich ja die größte Lusche. Bitte schön, ich bitte Platz zu nehmen. So, jetzt muss ich die Füße. Wo? So? Ja, ja, genau. Okay. Oh Mann. Also wirklich. Wow. Okay. 3, 2, 1, los! Wow! Alter Schwede! Ah! Ah! Ei, 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 ei! Nochmal, oder? Nochmal, nochmal! War gut, ne? Ja, war super. Du bist ja auch Kopf über und Füße dran. War gut, ne? Ja, war eine weise Entscheidung. Ich habe dann so ein bisschen überlegt, ob ich mal die Füße wegmache, hatte aber Angst, dass ich mich dann anfange zu drehen. Okay, das stimmt. Das könnte problematisch werden, aber du hast das ja. Das war eine Haltungsnote. Ei, das war. Ah, guck mal, ich hab ne Blase. Was war ist das denn passiert? Ich habe wahrscheinlich zwischendurch mal gebremst. Vermutlich. Heieiei. Aber ein Fest, also muss man wirklich sagen, großer Spaß. Was hat denn Garmisch noch zu bieten? Das weiß ich nicht, aber das wirst du mir wahrscheinlich gleich zeigen. Oh, also eins wüsste ich noch, also da war ich selber noch nicht, wollte ich aber schon immer mal hin. Ja. Warst schon mal im Eibsee? Soll sehr schön sein. Servus. Ich muss kurz einmal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Ja. Kurze Inspektion. Naja. Oh. Du siehst so entspannt aus. Oh, ein Träumchen. Ja? Da war rein zufälligerweise war da eine öffentliche Toilette mit auch mit Händewaschen, allem Waschbecken, war ein Träumchen. Ja, sehr gut. Hat sich aber so angehört, als ob es dringend war. Es war schon oben. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja von zu Hause aus arbeite und dementsprechend ja immer auf Toilette gehen kann, wann ich möchte, dass meine Blase früher trainierter war. Ah. Das hat sich, ich weiß, eine Information, die dich gerade sehr verwirrt. Was denn? Ich schnaufte so ein bisschen, als ob es dir nicht wirklich gut geht. Ach so. Nee, lass uns weiter über deine Blase reden. Hallo. Oh, guck mal, hier auch mit dem Fahrrad. Zack. Das hätten wir auch machen können. Hallo. Aber du musst ja mal gucken, ist das ein richtiges Fahrrad oder ist das ein Elektrobike? Nein, guck, das ist ein richtiges Fahrrad. Sehr gut. Guck mal, das ist noch richtiges, ehrliches Fahrradfahren. Hm? Hm? Hallo. Hm? Guck mal, da auf die Brücke müssen wir. Da auf die Brücke, das ist ja. Hm? Ist auch vor allen Dingen schön, sieht schön aus mit dem grünen Schimmer auf dem See. Dann mache ich ein richtig cooles Foto noch von dir, da können wir dein Instagram ein bisschen pushen. Oh, na endlich. Ja. Yes. Guck mal, hier gibt es sogar Strand. Oh,
Das geht. Ja, geht, ne? Ja. Also da könnte man sogar, also könnte man, also nicht so kalt, wie ich dachte. Ich dachte so, Bergsee ist viel kälter. Aber so, ich habe jetzt mal einen kleinen Zeh reingehalten. Das ist so. Oh. Wie soll ich denn da drüben? Oh Gott. Komm, trau dich. Oh, das sind alle Filme und nur in der Hoffnung, dass wir reinfallen. Das immer, Gefühl habe ich auch. Das ist immer gleich. Ihr wartet. Oh. Das ist jetzt Takeshis Castle. Wir können uns so. So. Oh Gott. Ist hier auf jeden Fall nicht Pille-Palle. Ich spring freiwillig. Ich springe freiwillig. Und oh. Ja. So, welcher Stein ist jetzt unser? Wo ist der Insta-Stein? Der, ich habe das Gefühl, ich bin in Scheiße getreten. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, du bist in Scheiße getreten. Sonst darf ich gleich nicht mehr ins Auto rein. Eben schon gemeckert. Hör doch mein Auto hier, wenn du das dreckig machst, schicke ich dir die Rechnung. Neue Fußmatten. Cool, das sind Leute schwimmen. Oh, stimmt. Ich kenne doch keinen Menschen, der in einen See geht zu schwimmen und erst mal 50 Meter Rücken zieht. Oder? Oh. Sie ja, oder ja. Sie. Aber so ästhetisch gemacht, sehr sauber. Ja, ne? Also das stimmt. Vielleicht mal Synchronschwimmerin gewesen. Bist du ein guter Schwimmer? Okay. Müssen andere entscheiden, oder? Ja, aber was macht einen guten Schwimmer aus? Also, dass ich mich lange über Wasser halten kann, dass ich besonders schön schwimme. Dass ich besonders effizient, glaube ich. Wenn du, ich meine, es also gibt ja zum Beispiel... Ich bin kein Langstreckenschwimmer. Ach so. Nee. Also, gibt ja so, das bewundere ich total. Also, es gibt ja so hier Freiwasser, 50 Kilometer... Ja. Was weiß ich, ne? Also nein. Hast du da Seepferdchen? Hast du an der Badehose dran? Das natürlich, ja. Okay. Ja. Das versteht sich. Das ist ganz klar. Ja. Traumziel? Hast du ein Traumziel? Irgendwas, wo du noch nicht warst, wo du unbedingt mal hin möchtest? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin jemand... Du reist per se nicht so gerne? Ich habe alle Sachen, die ich sehen wollte, habe ich eigentlich schon gesehen. Ich wollte unbedingt mal nach Amerika. Mhm. Das hat seinen Glanz aber auch schon so ein bisschen verloren. Und ansonsten hatte ich nie, ich war auch niemand, der großartig Fernweh oder so hat. Mhm. Ich versuche so ein bisschen hier, Österreich habe ich für mich entdeckt, ist ja nah dran. Bist du ein Nahbereichstourist? Genau, ja, auf jeden Fall. Und weil ich mir auch manchmal auch jetzt vor allen Dingen durch die aktuelle Zeit, hat man das Ganze auch noch mehr schätzen gelernt, dass man wirklich das direkt vor der Haustür hat und nicht irgendwie hinfliegen muss oder sonst was. Und da setzt man sich rein, zack, ins Auto oder in den Camper. Ja, ist immer cool. Aber ich finde, es gibt so viele spannende und tolle Sachen auf der Welt zu sehen. Also ich habe immer so das Gefühl, ich muss so alle Kontinente irgendwie mal bereist haben. Ich habe schon extrem viel gesehen, aber es sind auch noch ein paar Sachen offen. Hat's einen schönen Tag? Hat Spaß gemacht, doch. Fand ich auch. Ja, war sehr interessant, hat sehr viel Spaß. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf eure Kommentare und denkt dran. Aktiviert die Glocke? So ist es, die Glocke. Ja, die alles entscheidende Glocke. Daran. Ist wichtig. Am Ende. Also, ciao, ciao. Besten Gamer der Welt. Molo, der Trimax hier. Aber guck, du bist so ein Kämpfer. Oh. Big Max. You're here with me. Was machst du denn?